Das macht bei uns ein Lehrling in der ersten Woche. Nach links drehe, sonst wackelt's. Ja, kapiert wieder keiner, von was wir wieder reden. Von der hessischen Geschichte übrigens mit dem Günter Strack. So. Wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. 17 Uhr, es ist wieder Retro-Zeit mit Metroid, Super Metroid 2. Das wollen wir weiterspielen und hoffentlich ordentlich vorankommen. Ich habe es ja schon erwähnt, ich habe mir den zweiten auch noch jetzt bestellt, den zweiten Spieleberater, in der Hoffnung, dass das Spiel da drin vermerkt ist und ich ein bisschen Tipps bekomme mit auf den Weg, aber nix ist. Ist nicht drin. Das Spiel ist wahrscheinlich erst danach rausgekommen, als dieses, als der Spieleberater schon draußen war. So, man, wenn die Lader mal ein bisschen runterdrehen, das rauscht sonst zu laut. Ja, statt Metroid ist dann so ein Scheiß wie das hier drin. Bubsy. Und das wird wirklich als cooles Game hier verkauft. Naja, ich weiß ja nicht. Aber es ist, wie gesagt, ich hab's auch schon, ne? Block ist auch drin. So. Dann wünsche ich euch jetzt mal einen schönen Abend nochmal. Der Chris war schon vorm Streamstart schon da. Da hat die hessischen Geschichten heute Nacht, hat Bingewatch gemacht von den hessischen Geschichten. Und dann ist der Jansoft schon da. Divini ist da, Raufaser ist da, Insider ist da. Grüß euch alle. So, wollen wir heute mal schauen, wie es weiterkommt. Ich hoffe, der Achimon kommt noch und hilft mir ein bisschen weiter. Oder irgendjemand, der von dem Spiel Ahnung hat. Man weiß es nicht. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Ström. So, Musik aus. Und ich das noch ein bisschen unterdrehen. Gott, dann können wir starten. Ich wusste, dass ich wieder einen Fehler mache. Nämlich den Kack-Emulator erst dann starten, wenn ich die Soundquelle auch auf Kopfhörer geändert habe. Ich hatte die noch auf Lautsprecher gerade. Und der blöde Super Nintendo-Emulator, der rafft das irgendwie nicht. So, jetzt müsste es eigentlich funktionieren. So. Yes, schon besser. Schon besser. So. Geht das jetzt hier auch mit dem Steuern? Ja, nice. Wunderbar. Hessisch ist am besten. Weiß nicht, ob du noch weitere Folgen geguckt hast oder nur die. Gibt es ja noch andere auf YouTube. So, jetzt habe ich den Superschuss. Gucke ich erstmal auf die Map, damit ich überhaupt weiß, wo ich hin muss. Es hieß, wir müssen irgendwie nach Brinstar. Da sind wir ja eigentlich drin. Wir sind ja mitten in Brinstar. Da unten links ist noch was, wo wir noch nicht waren. Ich weiß auch nicht, ob wir da hinkommen. Probieren können wir es auf jeden Fall mal. Irgendwie komisch. Meine Webcam ist extrem dunkel. Vorhin war nämlich die Sonne da, da habe ich die ein bisschen heller gestellt. Ich sehe gerade, es ist dann doch ein bisschen dunkel. Ich mache das mal heller. So. Sieht besser aus. Okay. Diese Kack-Logitech-Kameras können sich ja die Einstellung nie speichern. Da muss man eh wieder, immer wieder rumdoktern, bis es mal funktioniert. So. Jetzt. Hier geradeaus. Nur die erste. Schuck mich mal durch. Sehr gut. Hoppala. So, jetzt muss ich wieder sehr vorsichtig springen hier. So, ich habe den Eisschuss ja. Den haben wir letzte Woche uns schon besorgt. Das ist schon mal sehr gut. So. Sind wir hier richtig? Ja, sind wir. Irgendwas ging da unten aber, glaube ich, nicht. Wir kamen da noch nicht hin. Ach, welch schon Grund auch immer. Moment mal. Ne, wir müssen eigentlich noch weiter runter. Wir müssen noch weiter runter. Wir sind noch ein Stück. Das nervt immer mit dem neuen Einstellen. Da sind wir bei diesen Logitech-Camps. Jedes Mal. Okay, der macht gar nichts. Weiter runter. Hm. Weiter. Oh, ne, eigentlich müsste ich in die Tür da.
Warte mal, hier können wir mit der Super... Ah. Ja, ja. Ja, obwohl, da waren wir ja auch schon. Moment. Ja, in dem ersten Raum waren wir schon. Ich wollte mich gerade schon freuen. Stell nie was Neues, sei froh. Wenn ich das anmache, das OBS, dann ist die Cam immer viel zu hell eingestellt. Dass ich das immer ändern muss. Jetzt habe ich das vorhin gemacht, da war aber hier noch die Sonne voll da. Jetzt ist die wieder weg inzwischen. Das heißt, es ist schon wieder dunkler geworden. Das muss ich so wieder zurückstellen. Katastrophe. Moin, Patrick. Tja, wie war das? Hallo, mein Freund. Hier wusste ich ja nicht, ob wir da irgendwas anrichten können. Wir müssten eigentlich da oben geradeaus. Aber ich habe keine Ahnung, wie wir das machen müssen. Da kommen so Gegner, die müsste ich eigentlich verroasten. Das Einzige, was mir jetzt gerade mal einfällt, spontan. Problem ist, ich habe den einen jetzt schon gekillt. Müsste also deshalb nochmal zurück in den anderen Raum. Der Weißabgleich ist immer auf blau. Bei mir auch, der ist auf 4000 standardmäßig eingestellt. Der ist total blau. Das heißt, ich muss den immer auf 5000 hochstellen, dass da mal ein bisschen eine gewisse... Ja, dass diese dass dieser Blauton weggeht, besser gesagt, ne? Was echt nicht einfach ist. Du blödes Ding, hau ab! Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Moin Abdichter, Servus. Zu hell und blau ist es standardmäßig immer. Problem ist auch hier, ich habe ja dieses Fenster mit der Sonne. Was immer schlimm ist bei Streams, so wechselnde Lichtbedingungen sind immer anstrengend. Muss man immer so ein bisschen nachjustieren. Weißabgleich auf Maximum. Ich glaube, wenn ich das mache, soll ich das mal probieren? Wenn ich das mache, glaube ich, dann sehe ich aus. Sehe ich aus, als hätte ich die Gelbsucht. Wenn ich weiß, Abgleich mache. So. Jetzt ist er auf 6500. Und standardmäßig ist er immer so. Sehe ich aus, als wäre ich, hätte ich Erfrierungserscheinung. Und das. Deswegen nehme ich immer so das Mittelding. So. Was eigentlich immer ganz gut ist. Ja, beim Milanese sieht es ja auch immer normal aus. Da ist ja nichts. Da ist okay. Vielleicht hast du, weiß nicht, ob du eine Logitech-Kamera hast. Das ist ja bei denen immer, dass die sich das nie merken irgendwie. Da muss man immer jedes Mal neu einstellen. Und selbst die neueste, ich habe jetzt nicht mehr die neueste Logitech-Kamera, aber selbst die neuesten kriegen das nicht hin. Die haben da keine Möglichkeit, dass die das mal speichern. Also die Kameras sind gut, aber die Software ist der letzte Scheiß. Hoppala. Logitech für 80 Euro. Dann wundert mich, dass das der die speichert bei dir. Alter! Hallo! Was eine Scheißstelle. Spuck! Spuck mich aus! Ich scheiße! Ach komm! Meine Fresse. Eine mistige Scheiße hier. So, jetzt wieder Energie hier holen. Zum Glück ziehen die mir nicht so viel ab, die Dinger. Gott sei es getrommelt. Der Bildschirm nicht richtig eingestellt ist. Hier ist alles richtig eingestellt. Habe jetzt kurz vorm Stream auch mal eine neue Szene angelegt.
Man muss ja für alles vorgewappnet sein. Sowas für wie Metal Slug. Deswegen habe ich gerade mal Metal Slug getestet. Für neue Spiele aber in 4 zu 3. Gibt es ja auf Steam auch einige. Damit wir da auch noch eine passende Szene für haben. Mhm. So, jetzt versuche ich das nochmal. Müsste da nicht einer kommen? Da kommt zumindest da unten einer. Hm. Es wurde ja gesagt, ich soll... Ah, nee! Nicht erschießen! Come on! Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg, hier hochzukommen. Da brauchen wir, glaube ich, irgendwas. Irgendein Power-Up. Das wäre sonst ein bisschen heftig schwer. Oder? Hm. Man weiß es nicht. Ich versuch's einfach. Dachte, ich brauche den Haken. Ja, das wurde letzte Woche schon gesagt, aber wo ist der? Wo finde ich den Haken? Brauche Experten für dieses komische Spiel. Wenn der Spieleberater das schon nicht drin hat. Unglaublich. Oh. Hey, flieg. Flieg hoch. Nur Blödes, jetzt macht die sich zum... Ah, Metroid, du bist so doof. Die heißt ja nicht mal Metroid, die heißt Samus Aran. Und die ist dumm. Das hätte funktionieren können. Hoi Goku. Guten Abend. Ja, auf mit den Bomben. Mehr Energie. Ich will dem erstmal meine Energie auf. Will ich gar nicht. Patrick pöbelt schon wieder rum. Vorsicht! Patrick hat auch schon wieder rumgepöbelt, dass der Stream gestern so kurz ging. Ja. Schade, schade. Da musst du dich beim Entwickler des Spiels, was ich gespielt habe, beschweren, dass das so schnell zu Ende war. Sonst hätte ich auch noch länger gemacht. Außerdem bin ich gestern Morgen um 4 aus dem Bett. So. Jetzt vielleicht? Spring doch, du Doofe! Das wird wohl nicht der richtige Weg sein hier. Dem geht's so gut. Ausrufezeichen Spinne, hallo. Benutzt doch mal die Comments. Tja, nee. Du spielst mir wieder mal ein bisschen. So. Perfekt, dankeschön. Was? Sein Essen probieren? Wer was? Wer ist sein? Ist das eine Möglichkeit? Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das so funktioniert. Deswegen muss ich wissen, wo der Hook ist, der Captain. Wo ist der Captain Hook? Es hieß auf Brinster. Eine Bratpizza, den Tee. Ja, oder... Ach,
Ach, geh mir weg. Geh mir weg. Lunch. Ich habe gerade Lindenstraßenschleicher gelesen. Landstraßenschleicher. Autsch. Yay. Glatt drüber gesprungen da. Unglaublich. Meine Energie mal wieder ein bisschen regenerieren. Oh, eine Milanese ist höchste Level. Glückwunsch. Jesus. Lieft, runter, lieft, runter. Muss aber pixelgenau stehen. Krass, danach kommt erstmal 400 Stunden gar nichts, dann kommt erst der Slayer. Wie haben wir es denn? So, wo war ich denn hier noch nicht? Ich war eigentlich überall gewesen. Hm. Wo finde ich den? Jetzt bin ich ja wieder in Norfairs. Hieß doch, ich soll nach Dingenskirchen gehen. Nach Brinstar. Weil Brinstar ist der einzige Bereich, wo ich noch nicht drin war. Ja, der, wo ich wahrscheinlich mit dem Haken hin muss. Ich muss den blöden Haken erstmal finden. Das ist doch alles kompliziert. Und puncht's mal wieder hier im Gebälk. Hm. Rauchphase war auch schon lange mehr da, du. Magus war gestern auch nicht da. Sowas. Ha, sowas. Da gab's, glaube ich, mal ein Power-Up. Das habe ich mir auch schon einge... Oh, ne, Dings kann ich hier auftanken. Moment. Energie. Hoch auf 99. Na, sag mal. Icy Eis. Ungünstig. Iceman. Iceman. Na, 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 na. Iceman. Oh Gott. Der Beat von dem Musikstück klingt wie bei You're the Voice von Joan Farnham. Oder? Falls die Älteren sich noch erinnern. Jo, ich... Hm.
Insider, jawohl, Insider kennt ich aus. Part. Tja, 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 tja. Jungle! In der Jungle. So. Da oben rechts gibt es noch eine Kammer, wo wir noch nicht drin waren. Dim, 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 dim. Gogo ist wieder Hochsommer. Hier wird es auch gerade dunkel, ja. Hier grummelt es auch schon. Sollen wir die Woche hochgehen auf 30 Grad, dann soll der Sommer endlich kommen. Ab Mittwoch oder so. Ich glaube, ich nehme mal den Lift zur Cafeteria wieder da oben. Ah, da ist ja nichts. Oben müssen wir lang. Gewitter. Oh, endlich mal. Endlich Hilfe. Der Achimon ist da. Dankeschön. Schönen guten Sonntag. Wir haben ein Problem. Ich weiß nicht, wo der Haken ist. Und ich glaube, den brauche ich als nächstes, um weiterzukommen. Wo ist der Hook? Hier soll es einen Hook geben. Ich weiß nicht, wo der ist. Letzte Woche hieß es noch irgendwo in Brinstar. Da unten links nämlich noch eine blaue Stelle, wo ich wahrscheinlich hin muss. Da ist auch ein Punkt am Schluss. Da unten, das in der Mitte. Aber da kommt man, glaube ich, nur mit dem Hook hin. Ich glaube, den muss ich erst holen. Le Hook. Ah, Gott, das, die nerven aber auch die Dinger. Die kannst du auch nicht mal kaputt schießen. Aber Grappling Hook ist in No Fair. Wer hat dann letzte Woche gesagt, Brinstar? Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich glaube, die Blutwurst war es. Hat er mich hier genatzt hier. Er hat mich geflaxt. In Norfair. Wo war das nochmal gleich? Unten. Unten geht's nach Norfair. Ich denke, dass ich den brauche. Ich kann ja erstmal fragen, ob ich den da brauche. Aber bei der Stelle, glaube ich, kommt man... ohne nicht weiter, denke ich mal. So. Hol ich mir mal den Hook. Whee! Das geht ja so nicht weiter. Eine gelbe Tür auf der linken Seite bei den roten Wänden. Da gehst du rechts rein, da ist der Hook. Okay, ich muss erstmal in Norfair hin. Warte mal, hier. Da hinten ist der Aufzug. Da war ja eben sogar schon gewesen. Muss hier wieder so einen Supersprung machen. Uppa! Seidenbacher Müsli. Weißt du, das ist das Müsli von dem Seidenbacher. Moin Bomber. Ah, komm. So, dadurch ganz unten links in Norfair. Was? Stopp. Wo? Stopp. Ach, ich bin in Madeira. Ich nenne die jetzt einfach so, wie ich als erstes lese. Cafeteria, Norfolk und Madeira.
Hier war doch. Nee, noch eins. Ich bin zu weit. Ach, in der Glasröhre kann man eine super Bombe machen. Der. Nicht in der. Da ist noch keine Glasröhre. Hier. Das letzte Woche nicht mal probiert? Ja, scheinbar nicht. Das war wohl die... Oh, ich hab's mit, glaube ich, der normalen Bombe letztes Mal probiert. Ich bin da dumm. Ich hätte nicht gedacht, dass es klappt. Mhm. So. Erstmal ein Save. Das ist ein Ortvolk. Mal schauen. Madeira. Ich glaube, das ist nur für den Save Point. Ich glaube, weiter geht's in der nächsten Röhre. Ah, da oben wäre... Hm. Oben. Oh, die schwimmt. Verhalten im Wasser ist scheiße bei ihr. Guck mal hier, wie weit die springt. Echt nicht günstig. Guck mal hier, die springt viel zu weit. So. Okay, das sieht jetzt echt dumm aus, aber das ist kaum steuerbar hier. Nein! Oh. Hilfe! Oben, jawohl. Bleib mal da und... Genau. Hui. Das ist scheiße, sich hier weiter zu bewegen. Die Steuerung ist nicht invertiert, aber die ist hier extra irgendwie verzögert. Ganz komisch. Ganz strange. Ah ja. Okay, das war anstrengend. Oh, neue Musik. Neue Musik. Hm. Brauche ich da die? Die brauche ich. Könnte jetzt auch eine Musik in so einem Rollenspiel sein. Gibt ein Stück in Final Fantasy 8, was so ähnlich klingt wie das hier. Um Style. Und Styling hier. Wow. Rote Türen mit 5 Raketen. Grün sind zu kostbar. Ja, die kriegen wir recht selten. Die Superbomben kriegen wir oft wieder, aber die in der Mitte. Jesus, Treibsand, da ist auch noch. Alter, bewegt die sich hier komisch. Wer ist er denn? Komm schon wieder raus. Ui! Irgendeiner versteckt sich da im Sand. Hm.
Moment. Ach, gedrückt halten. Nee. Ich glaube, ich muss wieder ganz an Anfang. Oh Gott, ist das scheiße. Warum bewegen wir uns hier so komisch träge? Soll das so sein? Das ist total schlimm zu steuern. Da komme ich nicht hin. Ja, unter Wasser, es bewegt sich aber irgendwie. Vorhin war ich war doch schon mal unter Wasser in dem Spiel. Da war es nicht so komisch wie hier. Okay. Wow. Oh, du dummes Ding. Hat mich schon wieder getroffen. Schnell weg. Bin gleich tot. Ja, natürlich. Wir fallen direkt mal instant ins Wasser. Hä? Ja, toll. Toll, toll. Das war's. Okay. Muss warten, bis die wieder in der Mitte sind. Ui! Nein. Sieht eher wie Sand aus. Hätte ich jetzt auch gedacht. Unter Wasser mit Treibsand. Dauert es wieder 2 Jahre, bis ich überhaupt hochgesprungen bin. Jesus. So. Langsam geht's. Hat einen Vorteil, jetzt haben wir wenigstens wieder von den mittleren, von den grünen mehr. Ah, da brauchen wir das. Alles klar. Wow, 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 langsam. So, den Hook. Den Hook brauchen wir. Den Hooky. Tamar. Viel die abziehen. Hier ist ein Endgegner. So, jetzt nochmal richtig. Hui. Hui. Danke. Danke fürs Runterschießen. Gott. Noch nicht so rausgefunden, wie man hier wieder rauskommt. Irgendwie klappt's mal, aber. Jetzt haben wir so ein bisschen. Bisschen länger gedrückt. Ah, alles klar. Ja, hier klappt nichts mehr. Muss man wieder raus aus dem Zeug. Hui. Hui.
Hey, du blödes Ding! Und alles wieder zurück. Kann man den nicht mal kaputt schießen? Wie kommt denn die da wieder raus? Warum klappt das manchmal, manchmal nicht? Die schlimmste Steuerung ever. Bleib da unten. Und du spring gefälligst. So. Den kann man gar nicht kaputt schießen, den kann man nur eisen. Ja, jetzt hoch, hoch! Hm. Okay, das kann dauern. Die ziehen mir direkt einen ganzen Energietank fast ab, kann das sein? Find the Metroid Larva. Das ist schon eine Sache, du, mein lieber Mann. Wahrscheinlich habe ich noch zu wenig Energietanks, um überhaupt dahin zu gehen, in diese Zone. Das ist zu gefährlich. Höp. Höppa. Das ist schlimm. Und die ziehen mir echt viel ab, du. Das sind jetzt nicht mehr so Kiki-Gegner wie vorher, wo mir so 10 Energie-Dinger abziehen. Gleich mal 50 mindestens. Das wird noch lustig. Sag mir, dass man da rausrutscht aus der Röhre und direkt auf den Gegner. Wie fiese. Ich glaube, ich werde erstmal Energie hier farmen. Ich guck mal, ob hier irgendwas ist. So, das gemeint mit Endgegner. Aha. Waren wir hier schon? Nee. Guck erst mal hier. Ja, come on. Okay. Ja, hier unten ist... Ja, ich glaube, hier ist nichts Besonderes jetzt. Probiere ich mal lieber die rote Tür. Hui! Das ist gemein, dass man da erstmal auf den Gegner raufhält. Das kann man nicht mehr ändern. Nein! Steuerung ist hier scheiße unter Wasser. Bin froh, wenn ich hier wieder im Trocknen bin. Guck, du fällst da direkt auf den Gegner drauf und kannst es nicht ändern. Wie assig. Macht man doch nicht. So.
Upgrade. Map Data Access completed. Oh, du Scheiße. So, da haben wir eine Menge zu exploren. Puh, jetzt habe ich die ganzen Dinge verschwendet. Man ist... Du musst echt aufpassen, dass du echt nicht noch auf den Bomben bist. Habe ich zwei Dinger verblasen. Geil. Da hoch kommt man auch nicht mehr jetzt. Oder? Klappt das? Er nervt mich. Es nervt ein bisschen, dass der mir nur Superbomben gibt, statt der, mal Energie. Das ist der Nachteil, wenn man so einen großen Tank jetzt für Superbomben hat, dann gibt der einem erstmal upgrade-mäßig sowas, bevor er Energie gibt. MV Map. Das heißt, dafür ist ja wahrscheinlich dieser zweite Gang. Den kriegen wir. Das heißt, wir müssen jetzt wieder den ganzen Weg zurück, um wieder weiterzukommen. Nochmal extra. Also kann man die Spielzeit dann auch strecken. Und das Ding ist natürlich wieder zu. Natürlich. So, damit sind sie alle weg. Oh, ich habe eine bekommen. So, hier müssen wir hoch. Der tolle Weg. Shit. Oh, ist das scheiße zu steuern. Sag mal, was ist denn das für ein Mist? Es ist so, wenn man nach rechts drückt, da geht er erstmal einen Moment nach links. Was soll denn das? Frankfurt, ja, von mir aus. Sollen sie mal. Nicht schaut drum. Da geht noch was. Kommt man da weiter? Hm, toll. Da brauche ich wahrscheinlich wieder den Hook erstmal, um da hochzukommen. So. Ah, toll. Ist nett, dass die immer wieder zu sind. Ja. Thank you.
Oh, da kommt man nicht dran. So, jetzt mal hier weiter. So, mit den der blöden Treibsand. Kacke hier. Hui. Danke. Hui. Na sicher. Ja, sehr schön. Und er kommt so nicht mehr raus. Wir werden ständig beballert, verlieren 50 Energie und sind gleich tot. Kommt nicht raus. Kommt nicht da raus. Okay. Dass das Spiel jetzt noch so scheiße wird, dachte ich eigentlich nicht. Dachte es ein bisschen kryptisch, aber nicht so. Jetzt wird es auch noch scheiße hier. Ist ja grauenhaft zu steuern. So. Können wir, glaube ich, alles von vorne machen. Die ganze Map-Data-Access. Ja, wo ist denn der Hook? Muss wissen, wo er ist, dann kann ich ihn auch holen. Unten links. Ich bin in einer völlig falschen Welt. Links unten. Genau. Rumirren lassen, hol den Hook, aber nicht sagen, wo er ist. Wo bin ich denn jetzt? Brinstar. Norfair, wo ist denn Norfair? Ich denke immer, Norfair ist links, dabei ist ach Gott. Ich hab doch keine Orientierung, Menschenskinder. Danke, Togi, für den Host. Danke sehr. So, hier geht's jetzt nach Norfair. Super Metroid, ja. Kryptisches Spiel. Was nicht hier drin ist, skandalös. Unten links. Hier unten links, direkt. Gelbe Tür. Die hätte ich doch eigentlich schon längst mal betreten müssen. Da war ich ja schon, ist ja alles schon pink hier. Da war ich schon, oder? Moment. Da war ich hier noch nicht. Kam. Ich war echt noch nicht. Oh, das ist peinlich. Das ist palamabel. So. Da unten links jetzt, hä? Denke ich mal. Boah. Moment, da. Unten rechts ist auch irgendwas. So, wie kommen wir da?
So, Energie ist auch wieder hergestellt. Gott sei Dank. Oben. Also auch ein Safe-Dings. Den erstmal dingsen hier. Da war doch He-Man, genau. Gerade. Das ist Wolfenstein 3D. Gerade gewesen. Das ist Zombies Ate My Neighbors. Kirby ist alles. Das ist alles da. Alles da. Ah, warte mal. Nee, ach so, ich dachte eigentlich, warte mal, konnte man da nicht durchrennen? Die Stelle habe ich letztes Mal schon gesucht. Ja, siehst du, da waren wir nämlich, glaube ich, noch nicht gewesen. Ja, ich gehe gleich links. Ich will erst mal gucken. Ich gehe gleich links. He-Man wurde jetzt aus der Serie entfernt. Da unten sind auch tolle Sachen. Ja. Elf noch. Rennen. Ich spiele auf dem Emulator, auf dem SNES 9X. Aber ich habe das Spiel auch hier. Also ich könnte es auf dem Original spielen. Ist nur angenehmer mit Aufnahme und alles im Streaming. So. Da ist das Map-Ding, genau. Oben links. Ah, die misst schon wieder hier. He-Man! Gucken wir mal die alten Folgen. Die sind auch gut. So. Yeah, stimmt. Da hatten wir die Superbombe. Wir waren wir schon gewesen, aber wir hatten die Bombe noch nicht. An der Stelle damals. Schadimmt. Kann man die irgendwie zerstören? Kommt halt damit klar. In die alte Serie kommt eh nichts ran. So. Die hat auch noch diesen Retro-Touch von den 80ern. Thank you.
Was für ein Ding? Dingsi Bingsi. Ah, die komischen. Die komischen Dinger ist da. Können wir hier wieder durchrennen? War nicht so gut hier. So. Nein! Schnurre schieße ja! Oh, Bossmusik. Ja, erstmal in den. Hi! So. Alles klar, ich sehe schon. Mund auf. Immer Mund auf, Rakete reinschießen. Er hat schon zumindest einen leichteren Beginn als der vorhin. Oh, was sagen wir vorhin? Also der letzte Boss. Aber der blockt jetzt auch schon so ein bisschen. Yay. Der ist klein, der ist süß, ja. So ein. Ah, komm! Ah, er qualmt schon. Fängt schon an zu qualmen. Ups. Scheiße, ich hab gleich keine Raketen mehr. Weil ich ständig auch daneben baller. So, Raketen sind weg. Machen wir jetzt. Die Dinge abschießen, erstmal wieder Energie tanken und in der Hoffnung, dass ich Raketen bekomme. Ach, der muss runterfallen. Ach du Scheiße, das ist ja so wie das komische Fass in Donkey Kong Country 3. Oder der Endboss in Lion King, glaube ich. Den musst du auch über die Klippe werfen. Die Grünen, das reicht doch sowieso nicht. Habt ihr nur 5 Stück? Jetzt komme ich hier nicht mehr aus dem Dings raus. Obwohl. Nicht daneben! So, das war's. Alter, diese Steuerung. Okay, der ist doch nicht so leicht. Ligmon. Hier war das Map-Ding, genau. Cheat. Ligmon! Seit wann kennt der Milanesisch mit Pokémon aus? Der ist ja was ganz Neues. Höhö.
kenne nur das Phlegmondings. Hab außer in die Grünen verschossen, ich hab's gemerkt, ja. Ich hab gehofft, fällt keinem auf. Egal, wir haben jetzt 45 Raketen. So. Heißt, jetzt kommen wir auch nicht mehr da runter. Muss eine Ehrenrunde drehen. Was sind wir denn da? Da oben ist auch ein Safe Point. Ja, toll. Warum geben die Gegner hier eigentlich keine Power-Ups? Wenn man neu startet, hat man ja wieder maximale Waffen, oder? Deswegen würde ich jetzt nämlich hier saven. Hab Chris geschrieben, was mit Phlegmon auf sich hat. Ah, ist ja. Hey, eine bekommen. Kann ich wenigstens die Tür aufschießen. Vielleicht kriege ich gleich sogar noch eine, wenn ich wieder rauskomme. Das ist das, dann mit dem Grün weiter zurückgetrieben wird, der Gegner? Guck mal, ich krieg jetzt richtig viel sogar. Moment. Dann versuche ich das nochmal. Vielleicht kriege ich noch eine. Dann bringen die Grünen ja auch was. Ja, bekommen. Man sollte hier nämlich direkt ballern, weil da ist er noch weiter auf der rechten Seite. In die Lava! Die schießt auch manchmal nicht. Da ist die Waffe manchmal wieder deaktiviert. Ladehemmung, ehrlich, ja, schon wieder. Ich nehme jetzt die Grünen, die ballern wenigstens durch seine Geschosse durch. Dann sind sie weg. Wie weit ist denn das bitte noch? Ja, toll. Hey, Rakete. Oh, Mann. Nichts getroffen. Wie viel Kilometer geht denn das da noch nach rechts, bis der mal da reinstürzt? Kann man das mal irgendwie rausfinden? Kann ich jetzt eh schon vergessen. Ja, ich kill mich. Hat keinen Sinn. Hm. Ne, wir haben nur noch zwei. Kann sein, dass 45 Raketen da gar nicht ausreichen für den.
Dann mach es jetzt einfach mal so. Schieß das Ding zuerst auf. Das bleibt ja dann, glaube ich, so. Nee, nicht reinfallen, du Blöde! Ich wollte die scheiß Raketen umholen. Nix klappt hier. Komm, spuck schon! Jetzt sauer! Ich glaube, ich muss mit jeder Rakete treffen. Eine daneben war's das. Das war's schon. Nicht getroffen. Ab und zu kriegen wir ja wieder welche. Aber das wird nicht reichen. Oh, da sehe ich bröckelige Brücke. Scheiß Vieh! Ich treff nicht. Jetzt kommt er wieder vor, natürlich. Ich war kurz davor, immerhin. Ich hab schon gesehen, da rechts an der Ecke war die... war's bröckelig, da wäre reingefallen. Wäre ich gerade nicht zu früh in dieses Dings rein, dann hätten wir sogar zwei Raketen mehr. Vier. So. Hoffen und Rakete holen. Jawohl. Tricky, tricky. Mehr als fünf können wir leider nicht nehmen. So, du Depp. Ah! Schlimm. Treff doch auch mal! Das war's wieder. Nee.
Das funktioniert gar nicht. Das funktioniert mal gar nicht. Das Problem ist, ich verschieße viel zu viel von den Raketen. So. Verschossen. Verschossen. Drei verschossen. Eigentlich habe ich ja 50, 45 Raketen und diese 5 Superdinger. Aber wenn der hier selbst ballerte, der blockt alle Schüsse damit. Das ist der Fiese. Und jetzt verschieße ich alles. Warum ich den eben nicht getroffen habe? Manchmal treffe ich genau, aber es zählt nicht. Das ist total komisch. Verschossen, verschossen. Und alle weg. Superrakete verschossen. Zweite Superrakete verschossen. Und wieder verschossen. Jetzt kriege ich nur Energie, ja. Da kann ich nichts mit anfangen, Spiel. Jetzt holt er den gesamten Weg wieder auf. Verschossen. Ich habe viel Energie und er gibt mir statt Waffen, gibt er mir nur Energie. Das ist doof. Weiß nicht, ob das Zufall ist. Ich glaube ja nicht. Schießen, Kackboss. Größter Kackboss ever. Größter Kackboss ever. Fünf. Mehr als 5 wären halt cool von denen in der Mitte. Würde ich hier ein bisschen farmen, aber geht leider nicht.
Er hat ein bestimmtes Bewegungsmuster. Irgendwann fängt er dann an zu schießen. Und alles verschossen. Warum hat der jetzt nicht getroffen, zum Beispiel? Ja, nimm doch die Waffe! Ich melde die immer wieder ab. Patrick mit seinem Wetter, ey. Dreh ich mich noch mehr auf hier. Ich bin hier am Toben! Wetter ist mir scheißegal im Moment. Ich wüsste gern mal, wie man den blöden Boss... Das ist ein scheiß Boss. Aggressiv. Bei dem. Am Anfang läuft das voll gut immer. Ich treffe mit jedem. Ups. Verschossen. Ah, falsche Rakete. Kein Wunder. Richtig. Die Offenbare. Dann macht er Bäm. Dann macht er jetzt ganz wieder Kratz. Ich glaube, so ein festes Bewegungsmuster hat er nicht. Also so immer dasselbe hintereinander, glaube ich, hat er gar nicht. Warum triffst du nicht? Ja, bei so einer Superrakete geht er doppelt so weit zurück. Die sollte ich ab hier benutzen. Hey. Ja, nice! Hey! War's ein Scheißboss, hey! Grau! Tschüss, du Arsch! Ja, verreck! So ein Mist! Yeah!
Thanks for the GGs. Ups. Hä? Was? Nein! Ach, da ist... Ach so, da kommt noch ein Boss. Ich dachte, ich hätte irgendwas... Ich hätte das Spiel kaputt gemacht. Ah, okay. Ich hab grad Herzrasen bekommen. Ich dachte, was zur Hölle? Das ist nur so ein... Das waren die Überreste, die es nochmal versucht haben. Ich dachte gerade, ich hätte das Spiel gecrashed. So, da ist ein Save Point. Direkt benutzen. Wo ist der Save Point? Hä? Da unten? Unter rechts. Das für ein Ding. Keine Ahnung. Erst speichern, wichtigste. Bomben. Kann man wieder schön Energie farmen. Bringt das Ding? Kannst du damit fahren? Ah ja. Fährt nur nach unten. Hä? Oben links ist was. Und moin Müntex. Nabbend. Da oben ist eine Tür. Ah. Ihr nervt aber auch. Komm ich denn da hoch? Brauchst du da den Hook? Ich glaube, da brauche ich den Hook erst. Der ist ja da unten links. Da links geht's rein. Da geht's nicht rein. Garagentor. Upsi. Was seid ihr denn? Dann kann ich nur Eisen. Nein! Also meine Power-Ups ein bisschen hochjagen. Nur um sie jetzt wieder alle runter zu dingsen. Hey. Okay, mehr Missiles. Hätte ich eben schon brauchen können bei dem blöden Boss. So. Können wir, glaube ich, nochmal fünf. Können wir jetzt bis 50 Stück nehmen. Da wollen wir noch ein bisschen hier farmen. Yeah.
So. Nach dem Boss ist vor dem Boss. Ups. So, da unten. Nee, Moment, Moment. Und da ist hin? Gönn dir, jawohl. Die wirscht, die wirscht. Müssen wir irgendwie hier zu diesem Ding kommen. Zum... Da soll ja der Hook sein. Der Grabbling. Oh, die sind scheiße. Gehen einfach nur nach unten. Hm. Was bringt denn das jetzt? Kann man die auch irgendwie nach oben fahren lassen, diese Teile? Weiß es nicht. Kann ich nicht rennen. Hm. Ist jetzt umsonst? Ah, Moment. Ah. Damit. Warum gehen die nicht kaputt? Hä? Warte mal, die kann ich kaputt rennen, glaube ich. Ja, genau. Jetzt muss ich mit dem... Dizzle, Dizzle, Ding, sie bin sie hier hochkommen. So, Freundchen. Hatte schon Schönes. In der Luft wahrscheinlich diese Dinge eisen müssen. Wie denn? Hä? Wie soll denn das... Oh Gott, ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Das geht doch gar nicht. Ich bleibe da oben in der Decke stecken. Das ist schlecht. Wir bleiben in der Decke stecken. Ich weiß nicht, ob das die richtige Methode ist, da hochzukommen, aber andere gibt es eigentlich gar keine. Hui. Keine Ahnung. Nee. Ich dachte, weil die grün sind, vielleicht liegen die mit den grünen Raketen irgendwie. Ja, warum? Oh mein Gott.
auf die Steine springen und dann abheben. Ja, dann ist der Sprint aber vorbei. Das heißt, dann müsste ich neu sprinten. Das geht so nicht. Ich muss hier... Oh! Es geht, glaube ich, nicht. Ich weiß ja nicht mal, wo oder irgendwo da oben muss ich hin, aber ich weiß nicht genau, wo. Ich weiß nicht mal, ob da ein Durchgang ist, weil hier laut Map ist da kein Durchgang. Es kann sein, dass da eine Tür ist. Ich weiß es aber nicht. Kann ich da oben hingucken? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Was? Was muss man da machen? Oben ist ja auch noch irgendwas. Da oben ist auch noch eine rote Tür, aber ich glaube, da können wir erst hin, wenn wir diesen Hook haben, oder? Moment mal. Ja. Brauchst du den Hook hier? Rennen geht hier auch nicht. Deswegen kann es ja eigentlich nur hier unten irgendwas sein. Unten rechts ist da noch was. Moment mal. So, da waren wir ja. Da. Okay, zum Glück wieder bekommen. Wieder aus, das sind verballert alles. Ist das noch da oder habe ich das? Na, kann ich wieder nehmen. Missile 50. Der Schlankner. Das gefällt mir, Chris. Der Schlankner. Roger, hast es. Hm.
Achso, hier muss ich rennen. Da muss gerannt werden. Ich kann auch jetzt nicht schießen in dem Moment. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ah, jetzt habe ich es wenigstens mal gesehen. Da. Das ist eine Tür. Kann man auch gerade ausdashen oder muss das... Kann man ein Stück nach oben dashen und dann nochmal geradeaus? Oder irgendwie das Gefühl, dass die das manchmal macht. So ein Stück nach oben und dann geradeaus. Mal sehen. Oder sie macht einfach mal gar nichts. Macht irgendwie immer nur schräg oben. Geradeaus geht, glaube ich, gar nicht. Ah, doch. Macht's auch ganz geradeaus nach oben. Moment. Warte mal. Rennt die da drüber? Ah, hätte sein können. Nee, macht's aber nicht. Die erst säuft. Kapier das nicht. Ja, fuck you. Kapier's nicht. Also es geht so nicht. Aber wie kommen wir da hin? Wie lang blinkt? Moment mal. Ich kann sagen, dass ich immer falsch benutzt habe. Die blinkt ja dann eine Zeit lang. Das heißt so. Oh, ficken! Ordinär hier schon. Song Request, ja, habe ich auch nicht vor, noch zu machen eigentlich. Insider und der Chris machen das ja. Ich denke, das langt. Wüsste auch nicht bei welchem Spiel, irgendwie. Es bietet sich nicht so an. Einzig war immer Guts and Glory. Aber das spiele ich ja auch nicht mehr eigentlich. Da habe ich alles durch. Der ist der Wege. Vorbei. Ach, das hole ich mir jetzt nicht. Hole ich mir später vielleicht, wenn ich das mal geschafft habe, hier mit den Dingern. Hier das nicht. Da, nach oben. Hab das noch nicht so raus. Es ist nicht so einfach zu benutzen, diesen Booster. Genau, müsst ihr erstmal Zeiten vorlegen. Die Achievements habe ich eh alle. Das war nix. Normal solltest du das noch nicht machen.
Fall doch nicht immer da rein, du! Oh, 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 oh. Ja. Immerhin. Auf die Seite sind wir schon gekommen. Vielleicht können wir da was machen. Hey? Hä? Ernsthaft? Das ist für ein Schwachsinn. Okay. Okay. Wie auch immer. Ich raff's nicht. Grappling Beam! Yay! So, wie benutzt man das? An diese Pluszeichen. Ich denke, die Pluszeichen sind, da kann man sich mit dem Ding festhalten, ne? Nee. Ich dachte, das wäre ein Haken. Das ist nur so ein Stromding. Wenigstens haben wir unbegrenzt davon. Ah, jetzt. Ist aber schwer, du. Ich mag's jetzt schon nicht. Soll man da rüberkommen? Ach, hangeln. Ah, ja. Das ist schon bei Turrican auf dem Mega Drive so scheiße. Ah! Ein bisschen schwingen lasse das Ding. So, wie man es kennt. Dankeschön für den Tipp. Nicht schlecht, du. Gab's das schon auf dem NES? Wahrscheinlich nicht. Ja? Das ist ein Scheiß. Als Waffe kann ich das aber nicht benutzen, oder? Ich kann nicht mit dem Strom da die Gegner wegdingsen. Scheinbar nicht. Nee. Aber immerhin habe ich das Teil jetzt. Das ist gut! Hey. Das sind ja ganz neue Möglichkeiten jetzt. Nice. Ah, cheat, 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 cheat. Heppa. So, Garagentor auf. Und auf jeden Fall... Da oben rechts kann man speichern, genau. Ist wichtig. So. Und mein ramponiertes Energiekonto mal ein bisschen aufbessern. Und Namen Bella, Servus. Didelut.
Bonus Miss. Ach stimmt, gab's ja auch noch. Die werden wir beim Endposter, wenn wir maximale Missiles auf jeden Fall brauchen. Wo waren die noch? Wo waren die noch? Eins drunter. Ja, die hole ich mir auf jeden Fall noch. Boah, ich habe schon 50. Ich glaube, das habe ich schon geholt. Oder geht's dann hoch auf 55? Aber ich war schon bei 50. Ich kann jetzt auf 55 erhöhen. Erstmal saven. Jo. So. Endgegner habe ich gemacht, ja. Das war richtig schlimm. Das war ganz, ganz furchtbar. Aber es hat gerade so mit der letzten Rakete hat es dann irgendwann funktioniert. Hat dann, glaube ich, fast gar nichts mehr übrig. So. Fünfundfünfzig Raketen? Oh Gott, oh Gott. Ach, ich wollte ja mal was probieren. Ich habe jetzt einen Shoutout kommend. Wenn mal jemand rüber hostet, kann ich... Hey, funktioniert. Zum Beispiel mal. So, dann gehe ich mal, da wo ich war. Wo waren wir denn? Sorry, das kann nur ich, Chris. Sonst haut's hier nur noch Eigenwerbung in den Chat. Kennt euch doch. So. Sind das da rechts unten? Sieht aus wie so ein Bootsmotor. Tja. Muss glaube ich wieder nach oben, hä? Wie komme ich denn da? Safe Point, ja, ich muss wieder hoch. Hier bin ich falsch. Aber ich kann mal eins für den Chris machen. Action Hank! Jesus! Und weil es schön ist, Inside auch noch eins. So, sieht's denn hier aus? Komm ich denn da eigentlich wieder hoch jetzt? Von hier aus. Ich glaube, ich muss doch runter irgendwie. Hier weiterzukommen. Ups. So, ich vergesse mir mal schießen. Nee.
Nee, hä? Was? Komm ich denn da wieder? Hm? Muss ich das? Scheiße, von hier aus kommt man gar nicht zurück. Haha. Aber man kann auch, das habe ich jetzt gar nicht gewusst, so einen Sprung machen mit diesem. Ich dachte, da kann man nur so eine Attacke nach oben machen. Man kann auch einen normalen großen Sprung damit machen. Was auch ganz cool ist. Einfach einen Sprung nach oben. Statt dieses. Diese Raketendingens hier. Ah, nice. The High Society. So sieht's aus. Nur durch hier kommt man wieder da zurück. Ups. Okay. Schwing dein Ding. Und der Magus. Servus. Moppend. So. Das Geräusch ist gut. Ups. Shit. 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 Nicht lang genug geschwungen. Dann nicht hoch, ein bisschen. So. Da unten war es im Wasser eigentlich. Oh. Nö, glaub nicht. Bisschen aufpowern. Random NES-Abend. Ja, NES ist. Kann man mal machen bei Gelegenheit. Spiel ich es eventuell auch nochmal mit dem 3D-Sen. Habe ich ja auch nur einen Stream mal gemacht. Was sind das denn für Dinge? Scheiße. Wenn das okay ist, reicht eine Bewerbung für Werbung kommend ein. Ja, einen dreifachen Durchschlag bitte. An mein Sekretariat. Ans Büro Dattel bitte. Ah komm, Dingens Kirchen. Was mit R? Was da? Ha. Stimmt, der kann ja auch hier. Auch nicht leicht. Daneben geschossen. Ich glaube, ein bisschen toller an hier. Ey, fall doch ins Wasser. Das hat noch nie funktioniert, dass ich mich auf, von einem Ding ans andere hangeln kann, deswegen. Ey, sag mal. Also die Physik im Wasser ist eine Katastrophe irgendwie. Ja, endlich. Okay. Müsste reichen. Oh.
Meine Nerven. Hallo? Habt ihr geschossen? Geht er auf? So, wo müssen wir jetzt oben lang? Und von unten, weil ich speichern wollte. Dann muss man den ganzen Mist nochmal machen, wenn man da speichern will. Obwohl, ne, hier war ich auch. Wie kommt man eigentlich da hoch? Wie geht denn das? Warte. Ja, da oben sind nicht solche Dinger zum Hangeln. Geht ja nur in diesen... Wie komme ich zu der roten Tür da oben hin? Hochdingsen kann ich mich hier nicht. Was macht der Typ da oben? Kann sein, dass ich mich da von oben irgendwie durch den Boden dingsen kann. Rennen und springen geht ja nicht. Das sind ja die ganze Zeit Gegner. Das habe ich eben vorhin schon probiert. Habe ich schon probiert. Ging aber nicht. Rennen und springen. Okay. Ja, erwischt. Erwischt. Wie denn? Die kommen ja immer neu. Selbst wenn die nicht da wären, wäre der Raum zu wenig zum Rennen. Hm, da wollte ich jetzt nicht rein. Obwohl, warum nicht? So, Rennen und Springen geht nicht. Zumindest nicht so, wie ich es drauf habe. Oder auf das Ding springen. Vielleicht der Platz eigentlich auch nicht. Hm, könnte sein. Naja, knapp, aber reicht nicht. Oben! An den Grünen kann man dem Hook dran. Das muss einem ja erst mal gesagt werden. Seit wann? Wer soll man das denn wissen? Ich dachte nur an diesen Plusblöcken. Das ist ja witzig. Okay. So, also ein paar Textboxen in dem Spiel. Selbst Super Mario World, was man eigentlich ohne sowas durchspielen kann, hat sowas. Da, hier gibt es sowas nicht. Dass man das auch mal mit Gegnern machen kann. Das steht bestimmt in der Anleitung. Habe ich noch nicht so genau da reingeguckt. So, danke für den Tipp. Yay, Dingsy. Powerbomb. Ja, haben wir eigentlich mehr als genug von. Für das mittlere hätte ich gerne mal so einen größeren Tank. Statt für die Powerbomb. E-Tank kann sein hier. Probieren. Glaube nicht. Nee. Scheinbar. Wenn die Powerbomb das nicht sichtbar macht, dann wird da keine da sein. Ne? Nee. E-Tanks bräuchte ich mal langsam wieder ein. Ich meine, wir haben genug Energie, aber wenn da mal irgendwann fiesere Bosse kommen. Wo wir bisher noch nie das Problem mit zu wenig Energie hatten. Sondern eher mit zu wenig Raketen. Zweireihig, ja, das stimmt. Kannst, glaube ich, bis 6, 12, 12 oder 14. Man hat noch 3 Reserve dann. Werde ich nie schaffen. So, da rechts ist noch ein Punkt. So das. Alter! Ah, da kann ich jetzt auch Dingsy-Bingsy machen. Naja, Moment. Nein, 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 nein!
Und mit dem Ding umzugehen ist scheiße. Macht keinen Spaß. Okay, hey, wo wir es gerade von haben. Ich bin der Minimalist, ja. Das ist schlimm. Will sich noch rächen. Schwingen, einmal loslassen, R drücken, dann wieder den Hook. Nee, es geht nicht. Ich kann das nicht. Anders nicht. So. Okay. Oben links. Ist das mal ein Safe? Ne, hier nicht. Vorne waren wir noch nicht. Da gibt's irgendwas. Warum nicht? So ungefähr, ne? Ja, hat noch paar Schwächen. Da gibt's was Bestimmtes. Warte mal. War ich auch noch nicht, oder? Nee, das ist neu. Es blinkt so komisch hier. Ach, ich hab genug Powerbombs. Können wir immer wieder mal checken hier. Der Wille zählt. Der Wille zählt, doch das Fleisch ist schwach. Sagt man doch so. So, da unten, was ist denn das für ein Ding? Ist da ein Boss oder? Sieht aus wie so ein Bootsmotor. Da brauche ich bestimmt den Lava-Anzug später. Kann ich hier wahrscheinlich in der Lava eintauchen. Gucken, ob es da was gibt. Nee. Gar nichts. Gar nichts. Das ist toll. Nope. Schade. Umsonst. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ich glaube, da unten können wir nicht hin.
Mirinda. Miridia. Wo ist denn Miridia? Müssen wir den Lift wieder nehmen. Hier sind auch noch ein paar Räume noch blau, also. Da unten weiß ich nicht, wie ich da hinkomme. Brauche ich wahrscheinlich den Lava-Suit. Wenn ich durch die Lava kann. Kann ich dann erst später wieder hier zurück. Shit. Glastunnel. Da oben über dem Safe-Port-Dings ist auch noch ein Raum. Ich weiß nicht, ob ich da hinkomme. Mit Hook. Das ist mal hier durch, ne? So, man kommt nicht von hier in den Raum. Ich dachte, man könnte von hier hin. Muss da oben freischießen. Oh. So, dann nach oben. Und der Lift. Ich fahr lieber mit dem Lift. Ist auf Tinder. Richtig. So. Maridia. Da waren wir aber auch schon. Was ist denn das rechts da eigentlich? Waren wir schon überall? Ich müsste mal mein Kartenmaterial updaten. Gibt es einige Hooks vielleicht jetzt hier? Der Glastunnel. Der Scheiß wieder. Oh, das bewegt sich hier so schlimm. So. Ja, du tschüss. Ah, an dem Gegner hätte ich mich vielleicht auch festhalten können. War ich hier schon drin? Eigentlich.
Obwohl ich hier schon war. Komisch, die Map baut sich trotzdem neu auf. Aber ich denke, ich muss hier hoch. So. Ach, ich bin da noch gestorben. Scheiße. Nee, das geht bei dem nicht. Es geht nur bei diesen Plattform-Dinger, ne? Die einzigen Gegner, wo das funktioniert. Okay. Dann machen wir das nochmal. Nicht in den anderen Raum wieder. Wird immer so angezogen von den Türen. Meine Lebensenergie mal hoch. Hochdingsen, so. Geh weg. Ich lach mich tot. Echt du? Bombe, vorher den. Ups. Nope. Leider nicht. Hätte ich mich gefreut. Bräuchte mal noch mehr Tanks. Wenn wir keine Schnitte haben bei den weiteren Bossen. Ah, hier rauszukommen, ist schlimm. Hui! So, jetzt kommen wir in die schlimmste Stelle hier. Ich weiß nicht, was man da drücken muss, damit die wieder hochkommt. Manchmal klappt's. Aber man muss in den Sand gehen, dann geht's ein bisschen nach oben. Das ist total komisch. Ja, ich lass es schon gedrückt halten. Manchmal geht's nicht. Und jetzt lass ich gedrückt halten. Dann steckt sie hier. Das ist... Das ist die schlimmste Stelle, die... Wär ich aggro bei so einer Kacksteuerung. Wenn man absichtlich so eine Kacksteuerung macht. Ich lass gedrückt, aber irgendwie... Ich drück die ganze Zeit. Ich lass gedrückt, aber... Geht nicht nach oben. Ich weiß nicht, was man da drücken muss. Ja, jetzt geht's wieder. Ja, oh, diese Oh Mann, unter Wasser. Ich spiele mit dem Xbox 360 Controller. Wie immer. Sonst wackelt's. Jetzt oben rieselt es. Hier rieselt es nicht und ich komme nicht raus. Mir kommt es vor, als komme ich leichter raus, wenn ich unter diesem Sandding bin.
Ist auch so, ich komme leichter raus, wenn ich unter diesem Sand stehe, als wenn ich... Das macht keinen Sinn irgendwie. Ah, Scheißdreck. Der Toki weiß wenigstens, wie scheiße die Stelle ist. Also es liegt nicht an mir diesmal. Die Stelle ist echt scheiße. Wenigstens kann man nicht erst saufen, wie bei Super Mario 3 oder so. Im Treibsand. Muss unter den Sand immer gehen. Da kommt man ein Stück raus und dann an die andere Stelle. Und wieder. Jedes Mal werde ich wieder von diesem Scheißding abgeschossen. Ich komme nicht weiter hier. Ich kapiere es nicht. Ich kapiere diese Stelle nicht. Ich drücke das Gleiche. Manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Ja, ich kann keine Bombe machen, glaube ich, oder? Kann ich eine Bombe im Treibsand machen? Wo ist denn der eigentlich? Nee. Das ist schlimmer als alle Bosse hier, die Stelle. Das ist ohne Sch... Das ist richtig scheiße. Hätte ich früher schon mindestens einen Super Nintendo Controller zerstört für sowas. Für die Stelle allein. Aber scheinbar ist das Ding doch irgendwie gestorben. Obwohl ich es gerade nicht gesehen habe, dass es das tut. Na, der lebt natürlich noch. Okay. Rakete! Was eine Scheißstelle ist das denn? Ich bin an der Stelle auch ausgedehnt. Das gibt's doch nicht. So, gibt's da was? Aha! Ui. Da gibt es was. Geht nur mit der, ne? Ja. Ach, dieses Wasser. Ui! Wo geht's denn da hin? Ganz weit. Sind wir denn jetzt hier? Oh, durch die Pippeline nach oben. Ups. Da oben lang. Hopp. Yes. War mal ein guter Sprung. Was denn für ein Dingen? Brauche ich mal wieder Energie. Möglichst viel, wenn es geht. Scheiße, da hätte ich rechts gekonnt. Wäre bestimmt was Geiles gewesen. Da wäre bestimmt was Geiles gewesen. Hab's verkackt. Unten was? Soll ich da runtergehen oder lieber nicht? Denk nicht. Wenn ich da unten bin, komme ich nicht mehr hoch wahrscheinlich.
Ja, klasse. Wieder so Dinge. Was? Im Treibsand. Jetzt wird's richtig komisch hier. Übrigens ein bisschen Energie wieder farmen. Dringend nötig. Ein Adventskranz weniger. Kann man da rechts rein? Die ist grau. Ich glaube, die ist deaktiviert, die Tür. Heißt, man darf durch den Treibsand wahrscheinlich nicht durch, sonst darf man eine Ehrenrunde drehen. Ist das so? Ah, jetzt bin ich, glaube ich, wieder da, wo ich wohin überlegt habe, runter zu gehen. Kann man die wegballern? Ballern! Nein. Nicht möglich. Boah, diese Steuerung im Wasser ist das Schlimmste ever. Haben sie sich denn dabei gedacht? Das ist ja schlimm. So, dann hier. Genau. Ha, hättest du gedacht, du Kollege. Ah, so. Da müssen wir hin. Was sind das für Dinger? Kartoffelchips? Attacke der Killer Pringles. So. Gibt's hier was Geheimes? Hoffentlich. Sehr, sehr schön. Ach, so eine. Kann man die wieder als Haken benehmen? Warte mal, gibt's da was Tolles? Die Map ist ja halt auch nicht up to date hier, leider. Als ja nicht Haken, als Plattform. So, Dings. Nix. Oh, shit. Ah, da ist ein Lift. Alter, warum? Na, und nochmal. Yay. Ja, heute ein bisschen länger.
Für das Spiel brauchen wir ein bisschen mehr Zeit. Als 2,5 Stunden. Nicht! Fahrt oder? Lift kaputt. Ja, gleich gibt's wieder Terror. Und nochmal. Gestern war das Spiel halt zu Ende. Was soll ich machen? Wenn das Spiel so schnell zu Ende ist, ohne Vorwarnung, dann noch ein Bad Ending. So, wie sieht's denn da aus? Alles neu. Shopzeit, Urlaub, jö. Nicht schlecht, läuft. Muss man denn dahin, da rein? Hä? Aha. Irgendwie so. Ja, oh, sowas liebe ich ja. Eine Labyrinth-Scheiße. Hallöchen. Spielt der Insider eigentlich endlich Mario World? Ich habe aber auf eBay ein bisschen geguckt, es gibt sogar einen Mario World Spieleberater. Den kann ich dir empfehlen. Stimmt das? Nein, nicht. Wobei, laut Map. Dienstag, das passt gut, dann kannst du sehr. Mittwoch habe ich nämlich frei, das passt. Weil ich muss um 9 Uhr raus. Oder beziehungsweise. Früher um 9 Uhr muss ich beim Friseur sein. Spiel blind willst für mich erleben. Sehr gut. Richtig so. Din 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 din. Jesus, der Henk. Vom Henk habe ich erstmal wieder genug. Jetzt habe ich wieder ein bisschen gespielt. The Coin hat heute wie ich und Divinity hat er Discord gepostet, The Coin. Der hat im ersten Level von Action Hank mittlerweile aufgeholt und hat jetzt genau denselben Platz wie ich. Im ersten Level, das was die meisten gespielt haben, hunderte von tausend, hat er denselben Platz wie ich. Saves bei Mario World, da gibt's Saves, ja. Nach jedem Schalterpalast gibt's ein Save und nach jedem Boss, den du besiegt hast, gibt's ein Save. Und ich glaube nach jedem Geisterhaus auch. Also das Spiel schmeißt eh mit extra Leben um sich, also das kann man eigentlich gar nicht verlieren. So.
muss denn da hin? Ja. Easy, aber wirklich easy. Mario Bros. 3 lasse ich mir noch ein. Das gestehe ich noch ein, dass es ein schweres Spiel ist. Vor allem die letzte Welt, die ist schon heftig. Wenn man es noch nie gespielt hat, aber Mario World ist eigentlich nicht besonders schwer. Sehr leicht, das Spiel. Vielleicht jetzt nicht so leicht wie in Mario Land 2, aber trotzdem. Kann man hier eigentlich auch das Dings benutzen? Nö. Komm da nicht raus! Aus der Brühe. Da komme ich. Ah, okay. Habe ich das auch. Alles mit Wasser in dem Spiel ist schlimm. Aber hat das eben funktioniert? Eben konnte ich das machen. Dann rennt sie übers Ziel hinaus. Die ist so. Das ist so schlimm hier. Mit Wasser kannst du hier nichts machen. Warum geht das jetzt nicht? Ich weiß nicht, warum ich da oben überhaupt hin muss. Endlich. Ja, da komme ich ja nicht mal auf die andere Plattform. Toll. Ist das schlimm. Ich geb's auf. Ich bleib unten. Ich bleib unten. Oben gibt's eh nichts. So. Nö, nee, gibt's wirklich nichts. Okay. Kommt man da jetzt raus? Aha, schlecht. Da komme ich jetzt. Ah, ich hab's geahnt. Muss dann doch irgendwie. Ja, hier ist Endstation. Toll. Oder mit Rennen. Moment. Rennen könnte es funktionieren. Hängst du? Muss ich das doch so machen? Vielleicht mit Anlauf irgendwie. Aber die macht. Es macht. Sie macht nichts. Sie kommt da nicht drauf? Ich verstehe es nicht. Höchstens. Ah, warte. Ah, hier. Aber wohin? Da ist doch gar nichts. Ja, super. Waren wir überall? Da ist nichts.
Ach so, ich dachte, da könnte man nicht vorbei. Sorry, wir sehen das aus wie Vordergrund. Und ebenso. Egal. Und nun? Bringt mir aber auch nichts, komme ich auch nicht weiter. Bleib drauf. Ah, Mann. Das gibt's doch echt nicht. Was muss man denn hier? Oder kommt man hier nicht vorbei? Braucht man noch irgendwas, was man hier noch nicht hat? Vielleicht irgendwo hier. Kommt man da hoch? Geht's auch nicht.
Oh, 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 oh. Ja, hast du das jetzt geschafft? Mit 1000 Versuchen. Es geht doch ganz auf normalem Wege, ey. Was eine Scheißstelle. Also das ist krass für ein Nintendo-Spiel, so ein Scheiß-Level-Design. Das kennt man normal gar nicht. Das ist echt Absicht da. Volle Pulle hier. Mein Gott. So. Was schreibt ihr denn da? Ach, wieder Corona. Genau. Wir sagten, den Dual-Geimpften, die muss im Lebenslang alle 6 Monate wieder aufgefrischt werden. Nee, ich bin nicht geimpft. Ich weiß auch nicht, ob ich es mache. Also bei mir auf der Arbeit, die sind alle, die haben alle richtig flach gelegen nach der zweiten Impfung. Die waren total kaputt. Bei nahezu allen, also ich weiß nicht. Und mir geht's seit 1,5 Jahren, ich habe gar nichts. Nicht mal eine Erkältung. Tests werden kostenpflichtig, das kann sein, ja. Könnte ich mir vorstellen. So, wir sind im Wrecked Ship. Das klingt so nach Letzte Welt irgendwie. Ich habe 5 Energietanks, damit werde ich nie den Endboss besiegen können. Auch die Musik, ich glaube, wir sind im Finale. Wrecked Ship? Oh, shit. Schon mal, habe ich hier nicht was verpasst? Könnte ich mir vorstellen. Da waren doch noch mehrere Dingsies hier. Scheiße, ich habe meine ganzen Dinger verschossen, weil die noch ausgewählt waren. Na super. Verkeckt. Was ist das für Geister hier? Geht doch mal auf die Kackbombe! Warte. Haha. Hey. Mhm. Da ist ein Emote hier. Tja. Sieht aber gut aus. Wow. Was ist mit denen hier? Hm.
Hab bisschen was vom Mond hier. The Moon by DuckTales. Scheiße, kaputte Tür. Kaputte Tür. Chip. Kann sein, dass ich noch nichts anfangen kann. Das kann man auch nicht wegzimmern. Oh. Da kann ich irgendwie noch nichts anfangen. Muss ich wieder zurück. Jetzt! Ich nehme immer die falsche Waffe. Dann können wir es durchballern. Cool. Entschuldigung. Die wird doch impfen lassen, ne? Hey, immerhin. Kann ich nicht saven hier? Ich kann nicht saven. Das ist ne. Ah, dankeschön. Das ist eine Fake-Safe-Dingsy. Ah, diese Geister. Wie fies. Ich kann hier nicht speichern. Dankeschön. Toki. Tja. Muss ich wohl doch hier lang? Aber hier war ich auch noch nicht gewesen. Ah, hier kann ich. Da links ist auch was. Nein! Ich glaube nicht. Kann ich das? Moment. Kaputski Safeska. Aha. Ah, da auf der einen Seite waren wir schon. Wir müssen jetzt wahrscheinlich irgendwas verschlossen. Ah, das sind die Plus-Dinger. Da waren wir schon. Da waren wir schon. Ach Mann.
da ist, glaube ich, was. Nope. Ah, hier. Ich dachte gerade, wie soll man denn da wieder auf die andere Seite kommen? Da kann man aufspringseln. Ah, dieses Blöde. Habe ich noch nicht raus, wie man den steuert. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht raus. Okay. Oben war doch irgendwas. Hier drüber. Hm. Kann ich hier rennen? Hm. Ah, okay. Der Dings. Nur noch mal hier raus. Okay, wenn wir das einmal verkacken und ich kann mit dem Ding nicht umgehen. Fallen wir runter und müssen das alles von vorne machen. Ja, super. Na, super. Ich krieg's nicht hin. Hui. Ah, ist das scheiße. Das ist anstrengend. Das Ding ist schon praktisch, aber die Steuerung von dem Spiel, allein die Sprungtaste auf allen an, auf A hier, das was mich hier, das kriege ich nicht in meinen Kopf rein. Ach Gott. Hey, wow. Personal Best. Wohin nur? Ah. Na. Aber müssen wir überhaupt da hoch? Da ist was. Ach, ich weiß noch nicht wie. Ich denke, wir versuchen das nächsten Sonntag. Was schaust du noch im Fernsehen? Ich schaue schon, glaube ich, seit 10 Jahren kein Fernsehen mehr. Gucken. Was YouTube oder Twitch noch so zu bieten hat. Da muss ich eh bald wieder ins Bett. Morgen klingelt der Wecker wieder um 4. Hui! Hessische Geschichten, ja, die kenne ich schon. Die hessische Geschichte.
Ach, den kann man jetzt gar nicht eisen, hä? Ja, was bringt mir das jetzt? Gar nichts. Das bringt mir gar nichts. Da oben irgendwas? Da geht's noch irgendwo hin, könnte man meinen. Hm. Achimon ist auch nicht mehr da. Deswegen weiß ich jetzt auch gerade nicht, wo man hier hin muss. Ja, und abgesoffen. Und abgesoffen. Und ciao, Raufaser. Mach's gut. Naja. Den Mega-Progress. Naja, immerhin ein bisschen Progress haben wir gemacht, aber jetzt nicht die Welt. Aber ich würde sagen, da an der Stelle machen wir dann nächsten Sonntag weiter. So. Wenn wir das schon mal die Gameboy-Versionsmusik. So, Verdrängung der Nacht. Das war's für heute mit dem Retro-Stream. Was schon wieder glänzt hier. Es wird sehr warm hier drin. Morgen gibt's dann wieder Blaster Master 01. Yay! Auch ein gutes Spiel. Und ja, 17 Uhr, danach Divinity und würde mich freuen, wenn wir uns da wieder sehen. Jetzt einen schönen Restsonntag, bei was auch immer ihr so Schönes macht und einen schönen Start in die neue Woche. Wetter soll ja endlich besser werden, hoffen wir es mal. Und ja, bis dem Morgen, wenn ihr mögt. Ciao, ciao und gutes Nächtle.